Hallo Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin in Saalbach Hinterglemm im Unterschwarzachhof und was hier so toll ist und warum hier Wellness und Spa richtig geil ist, das seht ihr in diesem Video. Ich denke mal, es gibt viele schöne Häuser, aber wir sind, denke mal, herzlich, also unsere kleine, aber feine eben, also was wir haben, also wir sind jetzt keine Massen, sondern klasse Hotel, denke ich. Ja, bei uns sind die Zimmer eben also sehr klar eben gestaltet eben, also wir haben traditionell und doch moderne Zimmer eben, alles was ein Gast im Zimmer braucht, hat er ja im Zimmer, angefangen eben also mit ein bisschen mehr, also mit Whirlpools eben, separate Dusche eben, doppelte Waschbecken eben, abgetrennte Toiletten und so. Im Zimmer eben also auch einmal Platz eben, wo man eben begehbaren Kasten hat oder einen Schrank oder eben abgetrennt, wenn es Familien sind, abgetrennte Kinderzimmer. Also wir haben einen Wellnessbereich über 1500 Quadratmeter und beim Wellness ist es so, wir haben Innenpool, Außenpool, Whirlpool, Kaltwasserbecken, dann haben wir eben also eine kleine Kinderplanschbecken eben, wir haben verschiedene Saunen, Bio-Sauna, finnische Sauna, Dampfbad eben, wir haben tollen Behandlungsräume eben, also wo man Kosmetik, Massage machen kann, wir haben einen ganz tollen Ruheraum, ganz besonders stolz sind wir auf unsere Brotbackstube eben, wo wir alle Tage eben am Nachmittag Brot frisch backen. Ich bin die Jackie und freue mich, wenn es bei mir Urlaub verbringt so, und ich euch hier eben bei mir verwöhnen darf. So, der Koffer, der ist gepackt. Es wird Zeit für die Abreise und natürlich Zeit für mein Fazit, Leute. Es war ein wunderschöner Aufenthalt hier. Das ist wirklich so richtige Alpenromantik. Ich finde das richtig geil, wenn man die Tür aufmacht und die Berge vor der Tür hat. Das ist schon echt was Schönes. Ich habe das sehr genossen, auch den Spa hier sehr, sehr schön. Aber was man hier wirklich ganz, ganz besonders hervorheben muss und auch wirklich sagen muss, ist die Gastfreundschaft. Die zeichnet das Haus aus und macht das so einmalig hier in Saalbach Hinterglemm. Also wirklich, die Inhaber sind natürlich hier auch verwurzelt. Das ist wirklich ein Traditionshaus und die haben auch eine eigene Alm. Dort wird ganz, ganz viel Landwirtschaft betrieben, was fürs Haus, also selbstversorgend schon fast zum Großteil. Also wirklich toll, das schmeckt man, das merkt man. Unheimlich viel Liebe zum Detail, zum Produkt. Und somit auch für uns Gäste. Also ich habe mich hier unheimlich herzlich gefühlt. Die Hausherrin, die Chefin des Hauses, die Jackie, hat einen wirklich herzlich empfangen, als wäre man hier Stammgast, obwohl man das erste Mal erst da ist. Das ist toll. Man fühlt sich von der ersten Sekunde aus zu Hause und ja, so ein bisschen geliebt. Jeder will doch von uns geliebt werden und sich wohlfühlen und zu Hause ankommen. Und das haben die hier wirklich im Unterschwarzachhof ganz, ganz toll geschafft. Auch oben gibt es noch die Schmiedalm, die ist sehr, sehr exklusiv. Die kann man sich für 10 Personen zum Beispiel gönnen oder auch alleine im etwas höheren Preissegment. Da habe ich in Instagram eine Insta-Story-Highlight gemacht. Da schaut ihr am besten mal vorbei. Ich verlinke euch unten auch meinen Instagram-Channel. Solltet ihr auf jeden Fall mal angucken, weil das auch ein Highlight ist. Ansonsten ist hier natürlich angesagt Wandern, Wellness, Reiten, natürlich im Winter Skifahren, Rodeln, also ganz, ganz tolle Programme, aber auch heiraten. Denn zum Hotel gehört auch noch eine ganz, ganz große Stadel, wo man eben heiraten kann. Ab 80 Personen eignet sich die Location, also sehr, sehr toll und es schmeckt halt auch gut. Und ganz ehrlich, die wissen, wie man feiert. Gestern war eine Hochzeit, die ging bis 7 Uhr morgens, also holla die Waldfee, da war Stimmung angesagt. Ich hoffe sehr, dass es nicht mein letzter Aufenthalt ist und ich hoffe für euch, dass ihr mal vorbeischaut, denn wenn ihr noch nicht hier wart, dann habt ihr was verpasst. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und Saalbach Hinterglemm ist von München aus nicht so weit weg, so ja, 3-4 Stunden, je nachdem wie man fährt und die Landschaft lädt ein zum Verweilen, auch die Fahrt hierher ist schon sehr, sehr schön, also genießt mal ein Wochenende hier oder auch mal länger und gerade auch für Familien mit Kindern geeignet, denn hier wird wirklich auch viel geboten, sodass die Kinder beschäftigt sind und keine Langeweile aufkommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.